Würdest du für ein Schnitzel bezahlen, das du gar nicht isst? Würdest du dir ein Flugticket kaufen, obwohl du gar nicht fliegst? Würdest du für etwas zahlen, das du überhaupt nicht nutzt? Nein. Doch genau das musst du dank der geplanten ORF-Haushaltsabgabe schon bald tun. Jeder Haushalt muss zahlen, auch wenn man gar keinen Fernseher hat. Senioren, Studenten, Familien, einfach alle. Klingt absurd? Ist es auch. Genau deshalb hat die FPÖ nun eine Petition ins Leben gerufen, welche die von Schwarz-Grün geplante Haushaltsabgabe stoppen soll. Jetzt kann man aktiv wieder einen Schulterschluss mit uns eingehen, wie schon in der Corona-Frage. Wir haben damals den Impfzwang zu Fall gebracht und ja, jetzt legen wir uns mit dieser ORF-Strafsteuer an. Es kann nicht sein, dass man mitten in der Teuerung den Menschen mit beiden Händen in die Tasche greift und so einen Privilegienstadl im ORF auch noch belohnt. Während sich die Österreicher aufgrund der verfehlten Politik von Schwarz-Grün und auch Rot ihr Leben nicht mehr leisten können, geht der ORF-Privilegienstadl am Königlberg munter weiter. Schon jetzt betragen allein die Einnahmen aus den GIS-Gebühren 676 Millionen Euro. Hinzu kommen noch 217 Millionen Euro an Werbeeinnahmen. Insgesamt beträgt das Jahresbudget rund 1 Milliarde Euro. Und künftig? Die neue ORF-Steuer würde dem Sender ein sattes Einnahmeplus bescheren. Der Bezahlerkreis wird nämlich von rund 3,5 Millionen auf gut 4 Millionen Menschen ansteigen. Durch den größeren Bezahlerkreis dürfte der ORF künftig rund 800 Millionen Euro im Jahr aus der neuen Zwangssteuer lukrieren. Ein Plus von satten 18%. Ein Fass ohne Boden, der ORF hat kein Einnahmen, sondern ein massives Ausgabenproblem. Von Sparmaßnahmen keine Spur. ORF-Luxusgehälter und Luxuspensionen in Millionenhöhe stehen nach wie vor an der Tagesordnung. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann erhält rund 400.000 Euro Jahresgage. 248.000 Euro beträgt laut Rechnungshof das jährliche Durchschnittsgehalt der 14 ORF-Direktoren. Der Ex-ORF-General Alexander Wrabetz soll kolportierte 8.000 Euro Zusatzpension pro Monat ab 65 Jahren bekommen. Bezahlen sollen all das die krisengeplagten Österreicher. Dafür bekamen und bekommen sie dann eine unobjektive Berichterstattung samt Impflobbyismus und Genderwahn. Für FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker vollkommen untragbar. Der ORF kommt aus meiner Sicht gar nicht jedweden Objektivitätskriterien nach, sondern es ist doch viel schlimmer. Alleine ein Blick in den Rückspiegel auf die Corona-Krise zeigt uns doch, wie sehr der ORF die Grundlagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verletzt hat. Willst du in Zeiten von massiven Teuerungen weiterhin ORF-Luxusgehälter und Luxuspensionen in Millionenhöhe finanzieren? Willst du weiterhin einen ORF finanzieren, der den eigentlichen öffentlich-rechtlichen Auftrag schon lange nicht mehr erfüllt? Nein? Sagen wir der ORF-Zwangssteuer gemeinsam den Kampf an. Unterschreibe jetzt gleich unsere Petition unter www.haushaltsabgabe.fail und stoppen wir die skandalöse ORF-Haushaltsabgabe.